Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, heute fahren wir endlich mal einen ICE nach Münster. Ja, die Fahrzeit beträgt ca. 60 Minuten. Wir lassen einmal unsere Fahrgäste einsteigen. Hier sieht man schön unseren ICE. Schauen wir mal, ob wir noch mehr Lichter anmachen können. Nein, können wir nicht. Ich würde sagen, ich bereite einmal den Zug jetzt vor für unsere Fahrt. Schauen, was wir hier alles so haben in unserem ICE. Unsere Geschwindigkeitsvorwahl natürlich. Abfahrt ist hier um 5.31 Uhr. Das heißt, wir fahren jetzt hier gleich los. Sand brauchen wir heute nicht. Unsere Bremse ist gelöst. 60 ist auch schon angezeigt. Ja, wir fahren vom Bremen Hauptbahnhof nach Münster. Fahrzeit circa eine Stunde wird uns hier angezeigt. Ja, da lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was uns hier auf dieser Fahrt heute erwartet. Ich habe dieses Szenario auch noch nicht gespielt. Also ich weiß auch nicht, was heute auf uns zukommen wird. Das werden wir natürlich jetzt in dem Video hier sehen. Was uns hier alles so erwartet. So, Türen sind zu. Dann können wir jetzt losfahren. Ich stelle trotzdem mal unseren Geschwindigkeitsregler ja mal auf 60. Dass wir hier mit PZB fahren. Ja, ein ganz schön langer Zug, den wir heute fahren werden. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn begrüßen wir alle in Bremen zugestiegene Fahrgäste im morgendlichen Intercity Express nach Münster über Osnabrück. Unser nächster planmäßiger Halt ist gegen 6.12 Uhr Osnabrück Hauptbahnhof. Ja, man hat es jetzt gehört, dass Osnabrück ist um 6.12 Uhr. Soll unsere Ankunft da sein? Ja, schauen wir mal, was uns hier alles so noch Schönes erwartet unterwegs. Ich bin sehr gespannt, Leute, was uns hier auf dieser Fahrt erwartet oder was uns hier passieren wird auf dieser Fahrt. Ja, schauen wir mal, dass sich unser ICE setzt sich hier sehr schön in Bewegung. Wir werden einmal hier die 130 jetzt einstellen. Jetzt sind es schon 150, die wir fahren dürfen. Ich werde trotzdem ohne PZB fahren.
Ich finde das einfach für mich ja ein bisschen interessanter, ohne Zugbeeinflussung zu fahren, weil man dort wirklich richtig aufpassen muss, was man hier macht auf dieser Strecke oder generell, was man hier macht beim Zugfahren. Natürlich müssen wir auch wieder auf unsere Signale achten, auf irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung, wo ich sehr stark vermute, dass diese auch wirklich gleich hier jetzt ja, nochmal nach unten gehen wird. Da lassen wir uns aber mal jetzt überraschen, ob wir hier noch mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung bekommen. Glaube ich mal eher nicht, weil ein Intercity Express, das habe ich mir sagen lassen oder hat mir ein Lokführer per Nachricht geschrieben, dass Intercity Express, ja, diese ICEs, ja, dass die etwas, ja, ich sag mal, bevorzugt werden, weil einfach aus diesen Fahrzeugen heraus, sag ich mal, der Bremsweg noch etwas länger ist. Und deshalb wird bei diesen Fahrzeugen auch auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, ja, das ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die wir hier haben. Deshalb wird da von der Geschwindigkeitsbegrenzung etwas, ja, abgesehen, oder diese Züge werden nur auf gewisse Strecken geschickt, wo auch, sage ich mal, ja, nicht allzu viel Begrenzung ist, dass diese Züge nicht ständig herunterbremsen müssen, weil dies einfach unwirtschaftlich wäre. Schon kommt die erste Geschwindigkeitsbegrenzung wieder auf 140. Osnabrück Hauptbahnhof sind noch 113 Kilometer. Hier kommt der Kollege aus Osnabrück, der jetzt, ja, nach Bremen einfährt. Und wir fahren jetzt natürlich genau die entgegengesetzte Richtung und bringen unsere Fahrgäste nach Münster. Ja, jetzt kam das Schild für 160 km/h. Da werden wir jetzt gleich erstmal, ja, beschleunigen.
um hier mal ein bisschen Fahrt aufzunehmen in unserem ICE. Ja, wir werden jetzt hier mit richtig viel Dampf einmal durch die Bumper fahren. Natürlich auch immer schön die Signale hier im Auge behalten, was uns hier angezeigt wird, ob wir irgendwie langsamer fahren müssen oder nicht. Ja, man sieht, unser ICE ist hier in voller Fahrt. Sehr schön, dass wir heute mal den ICE fahren. Ja, ist ein ICE der Baureihe 3, den wir hier fahren werden, oder den wir hier fahren, rauschen hier natürlich durch an den Haltestellen, wo wir nicht halten werden. Sondern hier fahren wir einfach durch. Ja, wie der ein oder andere kennt es vielleicht, dass der ICE nicht an jeder Stelle hält. Ist auch unwirtschaftlich, wenn der ICE an jedem kleinen Bahnhof einmal halten würde. Ja, das ist einfach unwirtschaftlich und deshalb fahren wir jetzt zum nächstgrößeren Bahnhof nach Osnabrück. 104 Kilometer sind es noch bis dorthin. Da haben wir noch eine ganze Weile hier zu fahren. Ja, ich freue mich drauf. Leute, ich hoffe, ihr habt auch die Feiertage, die Weihnachtsfeiertage und Weihnachten selber natürlich sehr gut überstanden. Ich ja, wie das natürlich so jedes Jahr ist, Essen, Essen, Essen. Das ist wahrscheinlich überall das Gleiche. Da wird gefuttert, bis der Ass kommt. Ja, wenn wir mal eine kleine Außenperspektive anmachen, hier von unserem ICE, mit dem wir hier durchrauschen. Ja, wie gesagt, ich habe das Szenario auch noch nicht gefahren. Hier kommt der Kollege wieder, auch mit einem ICE. Ja, wir haben natürlich, wie ihr das vorhin auch schon gehört habt, heute wieder unsere Bordansagen hier dabei. Das muss ich heute als Lokführer nicht selber übernehmen. Wir sind hier recht zügig unterwegs. Auf dem Weg nach Osnabrück. Ja, ich
Ich habe auch vorhin mal geschaut. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar Add-ons heruntergeladen. Dort wird es auch einen ICE geben nach Hamburg-Altona. Gestartet wird in München Hauptbahnhof. Ja, diese Strecke ist offiziell bei Steam oder irgendwo nicht erhältlich. Also ich habe sie da noch nicht gefunden. Start ist in München Hauptbahnhof und der Endhalt ist in Hamburg-Altona, über Nürnberg, nach Frankfurt am Main, nach Kassel, Hannover und dann nach Hamburg-Altona. Ja, die Spielzeit oder die Fahrzeit beträgt hier 5,5 Stunden. Das ist also ein sehr großes Szenario oder eine sehr große Fahrt, die hier stattfinden wird. Dieses Szenario werde ich dann im neuen Jahr dann auch fahren, euch auch zeigen. Wir werden dann dort einen ICE der Klasse 4 fahren, also eine Version moderner wie den, was wir jetzt fahren. Aber das Ganze machen wir dann nächstes Jahr, weil das wirklich sehr zeitaufreibend ist und ich dieses Jahr diese Zeit dafür nicht mehr habe. Ja, aber da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was das werden wird, einmal vom Süden ganz in den Norden zu fahren. Ihr könnt ja auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch darauf aufreut, ob ihr das sehen möchtet. Diese lange Fahrt, sicherlich wird keiner 5,5 Stunden sich vor den Rechner setzen und aufpassen, wie ich von München nach Hamburg-Altona fahre. Ja, man kann aber ja halt stellenweise immer ein bisschen nach vorne switchen. Der ein oder andere Lokführer, der hier zuschaut, der im Realleben bei der Deutschen Bahn fährt, wird sich vielleicht darüber aufreuen, um das einmal in der Simulation zu sehen, wie das Ganze da aussieht. Ja, laut diesen Dingen hier haben wir sogar Verspätung. Kann ich eigentlich gar nicht verstehen, weil wir hier wirklich am Limit fahren, was wir fahren dürfen. Es ist ja auch noch eine ganze Strecke hin bis Osnabrück Hauptbahnhof. Ja, dort werden wir ungefähr in 20 bis 25 Minuten eintreffen, da wir hier ja richtig schön mit Speed unterwegs sind. Richtig Geschwindigkeit haben. Jetzt kommen ein Haufen Signale, da müssen wir einmal ein bisschen reinscrollen und schauen. Aber ich denke mal, dass hier alles ja glatt läuft.
Ja, alles gut. Dann fahren wir jetzt hier einfach so weiter. Ja, unsere schöne Fahrt geht hier jetzt natürlich weiter in Richtung Osnabrück Hauptbahnhof. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen auf die Signale achten, aber da ist auch alles okay. Das ist halt der Vorteil vom ICE, dass wir hier richtig Gas geben können. Da rauscht er. Da rauscht er durch die Landschaft. Ja, bis jetzt verläuft ja alles wirklich gut. Besser als ich gedacht habe. Jetzt kommen wieder ein paar Signale. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier eine Geschwindigkeitsreduzierung haben. Nee, hier noch nicht. Natürlich noch mehr Signale. Ja, nicht, dass wir hier jetzt einfach wirklich durchbrausen und uns dann irgendwo hier ein Signal flöten geht. Aber bis jetzt ist alles gut. Ja, da rauschen wir durch. Da stehen die Leute am Rand und gucken. Keine Probleme für uns hier jetzt, einfach hier weiterzufahren. Da wir sowieso schon Verspätung haben werden, laut unserer Anzeige sind wir hier ja knapp 3 Minuten schon drüber. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen können. Das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall Ankunft 6:12 Uhr.
Ja, ich darf auch leider nicht schneller fahren wie 200. Weil ich denke mal, dass der ICE würde noch mehr schaffen. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie schnell denn unser ICE fahren könnte. Vielleicht auch wieder mein Lokführer, der hier zuschaut von der Deutschen Bahn, der mir bestimmt sagen kann, wie schnell der ICE der Klasse 3 in der Höchstgeschwindigkeit fahren darf oder fahren kann. Ja, aber die 200 km/h sollten uns auch einmal reichen. Hier einmal schön zu sehen, schwupps, wie wir hier ja auf der langen Geraden Richtung Osnabrück Hauptbahnhof fahren. Ja, unsere Verspätung wird immer größer. Ich weiß zwar nicht warum, ich fahre ja schon das Maximum, was wir hier fahren dürfen auf der Strecke, aber irgendwie fehlt da immer noch so ein klein wenig Zeit. Mittlerweile sind es schon fast 3 Minuten, die uns hier fehlen. Ja, aber dann ist das halt so. Ich kann es halt auch nicht ändern. Vielleicht sind wir aber auch wirklich etwas früher da. Das werden wir dann gleich sehen, wenn wir in Osnabrück Hauptbahnhof eingefahren sind. Um wie viel Uhr wir dann letztendlich wirklich da sein werden. Ja, ICE fahren ist eine feine Sache. Ist ja bis jetzt recht ruhig, erfordert aber sehr viel Aufmerksamkeit, gerade durch die hohen Geschwindigkeiten, um dort die Signale auch, ja, ich sag mal, sehr früh zu erkennen. Ja, die Signale sehr früh zu erkennen und das auch sehr früh zu realisieren, falls wir runterbremsen müssen auf eine niedrigere Geschwindigkeit, ist natürlich bei der normalen, beim Regionalexpress nicht der Fall, weil wir dort ja, ich sag mal, maximal 160 km/h fahren dürfen. Ist das hier beim ICE schon eine andere Hausnummer. Jetzt haben wir da gelbe Signale. Aber das ja, zählt nicht für uns, das ist für die Nachbargleise. Deshalb können wir auch hier ja, sorgenlos und problemlos weiterfahren. Ja, vielleicht ist der ein oder andere von euch schon mal diese Strecke mit dem ICE gefahren. Ich selber bin diese Strecke noch nicht gefahren mit dem ICE. Aber wenn der ein oder andere die Strecke schon mal gefahren ist, könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob das denn wirklich so entspannt ja, sich fahren lässt, ohne Zwischenhalt. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Ja, hier im Hintergrund sieht man jetzt ein Flugzeug runtergehen. Ja, welcher Flughafen das ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Wir sind jetzt 50 Kilometer von Osnabrück entfernt. Ja, so werden wir jetzt mit der Geschwindigkeit einmal weiterfahren. Mit 199 km/h. Ja, 200 dürfen wir hier maximal fahren. Und dann werden wir, ich hoffe mal, vielleicht doch etwas früher ankommen.
aber laut unserer Zeitangabe, die wir hier unten haben, sehen wir 6.15 Uhr ist Ankunft und 6.12 Uhr ist der planmäßige Ankunft gewesen. Also wird unser Zug heute 3 Minuten Verspätung haben. Ja, das ist jetzt, ich sag mal, nicht viel, aber viele Bahnreisende von euch werden das natürlich kennen. 3 Minuten können eine halbe Ewigkeit werden, sogar 1 Minute kann schon eine halbe Ewigkeit werden. Ja, aber da müssen wir halt einfach mit leben. Jetzt kann das jetzt natürlich auch nicht mehr ändern. Mal unser Rollo noch ein Stückchen runterziehen. Das ist natürlich sehr schön, dass das hier funktioniert. Aber wir werden das Rollo wieder ganz hoch machen, weil die Sonne blendet uns jetzt im Moment noch nicht. Wir haben jetzt gleich 6 Uhr. Das ist ja so in den Sommermonaten ziemlich die Zeit, wo die Sonne dann aufgeht oder schon etwas aufgegangen ist, aber noch nicht ihre volle Energie ausstrahlt. Ja, hier rechts der Güterzug, der muss jetzt warten, bis wir vorbei sind. Der hat einmal Platz gemacht für uns. Ja, dieses Szenario, also solche Szenarios werden wir natürlich auch noch spielen, wo wir mit Güterzügen unterwegs sind und dann andere schnellere Züge vorbeilassen müssen in verschiedenen Bahnhöfen. Aber wie gesagt, das kommt alles in den nächsten Gameplays hier auf Sauerland Gaming. Ja, der Train Simulator hat recht viele, ja, viele Angebote, die man hier fahren kann, an Strecken auch. Ja, ist natürlich auch mit etwas Geld verbunden, sich das runterzuladen, diese Add-ons, diese Fahrstrecken. Das werde ich natürlich auch schön Monat für Monat weitermachen, um euch hier auch wirklich alle Strecken, soweit es geht, zu präsentieren. Es gibt. Ja, damit denke ich mal, werden wir mit dem Train Simulator 2020 eine recht gute Zukunft hier auf dem Kanal haben, was wir fahren können. Der ein oder andere Modder wird wahrscheinlich auch noch ja, ein paar Strecken hinzufügen. Aerosoft, danke erstmal raus an die Firma Aerosoft, die dieses Spiel ermöglicht. Die nicht weit von mir hier weg sind. Ja, klasse Spiel. Auch Grafik wirklich sehr gut. Die Umsetzung finde ich wirklich fantastisch in dem Spiel. Sicherlich gibt es noch so ein oder andere Sachen, wo ich sagen würde, ey, da könnte man noch ein bisschen mehr ja, drauflegen oder ein bisschen mehr ja, ins Detail gehen. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist ein Computerspiel, es ist ein Simulationsspiel. Und es ist halt auch nicht alles möglich. Und natürlich sollte es auch für den ein oder anderen, oder besser gesagt für jeden, der das Spiel spielen möchte, auch spielbar sein. Ohne dass man jetzt einen Hightech-Rechner braucht von zigtausend Euro. Ja, da hat man mal schönerweise wieder nichts gesehen. Aber wir sind jetzt auch gleich in Osnabrück. Weit ist es nicht mehr. Mit etwas Verspätung. Ja, ich vermute mal sehr stark, weil wir ja hier sehen, dass unsere Zeit hier nach oben geht, obwohl wir hier ja, am Limit fahren, was wir fahren dürfen, wird sich wahrscheinlich unsere Ankunftszeit noch etwas mehr verspäten nach oben.
aber das kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr ändern. Ich als Lokführer habe hier einfach nicht mehr nach oben Kriterien, also nach oben zu gehen mit der Geschwindigkeit. Deshalb müssen wir das einfach jetzt so hinnehmen. Ja, wenn wir uns gleich dann Osnabrück Hauptbahnhof nähern, wird auch, denke ich mal, dann gleich irgendwann die Geschwindigkeit reduziert werden, wenn wir in das Bahnhofsgelände einfahren. Denke ich mal, geht das dann auch langsam nach unten. Ja, da der nächste ICE, ein Haufen ICEs hier unterwegs, weil dies ist auch die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Bremen nach Münster. Ja, dort ist hauptsächlich ICE-Verkehr, auch vereinzelt Güterverkehr und natürlich auch noch ein bisschen Bümmelbahn, also Regionalexpresse oder ja, andere Bümmelbahnen, die da zwischen einigen kleinen Ortschaften hin und her pendeln. Jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen wachsam werden, weil wir nähern uns nämlich jetzt langsam Osnabrück. Und da vermute ich mal sehr stark, dass wir jetzt gleich hier mit der Geschwindigkeit runtergehen müssen von unserem ICE. Ja, wie gesagt, unsere Ankunftszeit geht noch weiter nach oben. Jetzt kriegen wir natürlich hier vom Fahrdienst leider eine Meldung rein. Wichtige Information: Aufgrund einer kurzfristigen Baumaßnahme in Osterkappeln werden Sie entsprechend umgeleitet. Ja, Freunde, das heißt natürlich jetzt, dass unser Zug jetzt nicht mehr planmäßig weiterfahren kann. Wir werden jetzt umgeleitet. Das heißt, wir werden jetzt, denke ich mal, sehr bald hier sehr bald auf ein anderes Gleis überfahren müssen. Wegen kurzfristiger Baumaßnahmen müssen wir jetzt leider einen Umweg fahren. Ja, wo das Ganze natürlich lang geht, das weiß ich auch nicht. Wo uns jetzt hier die Fahrdienstleitung hinschicken wird. Das werden wir natürlich dann auch noch sehen. Ganz schönes Gewackel hier auf der Strecke, was ich hier gerade so sehe.
Ja, aber hier kommt jetzt die Annäherung auf, ja, 60. Ja, damit habe ich jetzt natürlich mal gerade gar nicht gerechnet. Ja, siehst du, so schnell geht das. Haben wir hier, ja, von der Zugbeeinflussung her mal gerade ein reingewirkt gekriegt. Wir sind sowieso schon ziemlich spät dran. Ah, hier ist die Baustelle links. Hier sieht man, hier wird das Gleisbett neu geschottert. So wie das aussieht. Deshalb müssen wir jetzt hier auf dem rechten Gleis ja, diese Stelle passieren. Haben natürlich da vorne ein grünes Signal mit einem gelben in der Mitte. Das heißt, langsam annähern. Also ist freie Fahrt, aber wir müssen uns langsam annähern, weil dort eine Weiche ist. Und dort können wir nicht schnell drüber fahren. Sonst würde unser Zug hier, ja, aus der Schiene springen. Der hier sowieso schon wackelt wie ein Affenschwanz. Sind wir jetzt hier umgeleitet worden, quasi über dieses Nebengleis. Und hoffe doch, dass wir jetzt gleich wieder hier Fahrt aufnehmen können. Ja, auch wenn wir jetzt Verspätung haben, können wir das natürlich etwas auf diese Baustelle schieben. Die wir jetzt hier hatten. Ja, das stand vorher halt, wie gesagt, auch nicht im Szenario, aber das ist das, was mich freut. Dieses Unerwartete, wo keiner weiß, ja, was wird jetzt kommen. Das finde ich wirklich hier sehr schön gemacht an dem Train Simulator, dass man das nicht weiß, weil wenn man das vorher schon wüsste, könnte man sich ja auf dieses Szenario quasi schon einstellen. Ja, und wüsste dann sofort, wann irgendwo was passiert. Ja, wir sind jetzt auch gleich in Osnabrück, Hauptbahnhof. Haben dann unsere ersten 113 Kilometer jetzt hier gefahren. Was bis jetzt eigentlich ganz okay war. Wie gesagt, dieser kleine, ja, diese kleine Umleitung oder wie man das nennen mag. Gut, das kann immer wieder kurzfristig mal passieren, dass irgendwo unerwartet Baumaßnahmen sind und der Zug dann, so wie bei uns, sage ich mal, noch freundlicherweise umgeleitet wird. Was jetzt kein großer Akt war, dass wir irgendwelche anderen Bahnhöfe anfahren müssen, fand ich dies eigentlich ganz okay. Ja, wir haben hier jetzt die Ankündigung von 110 km/h gehabt im gelben Feld. Deshalb müssen wir unseren Zug etwas herunterbremsen, weil die Ankündigung da war für 110 km/h.
bremse ich den Zug natürlich vorher schon runter. Hier kommt jetzt die 110 offiziell. Ja, hier links schön wieder Baureihe 14 mit Güterwagen hinten dran. Ja, es gibt auch, habe ich gesehen, beim Train Simulator eine Mission oder Kampagne zum Runterladen über einen Castor-Transport, wo atomarer Müll transportiert werden muss. Das stelle ich mir auch wirklich sehr knifflig vor. Also das ist auch der Anspruch in der Mission ist sehr hoch, weil dort unerwartete Halts mit Personen auf den Gleisen. Das stelle ich mir wirklich recht schwierig vor. Wird aber auch noch hier kommen. Wie gesagt, wir haben so viel hier noch zu fahren beim Train Simulator 2020. Und da freue ich mich wirklich schon sehr drauf, was hier alles noch so kommen wird. Ja, beschleunigen wir mal ein bisschen hoch. Aber ich denke mal, dass wir gleich hier wieder eine Geschwindigkeitsreduzierung kriegen werden. Deshalb bremse ich den Zug jetzt schon mal etwas herunter. Dort vorne kommt nämlich ja ein orangener Abschnitt. Ich weiß aber nicht, hier steht noch nichts. Jetzt keine Reduzierung, hätte ich eigentlich jetzt vermutet. Aber wir sind ja jetzt auch gleich in Osnabrück. Wird auch gleich unsere Ansage vom Zugpersonal kommen, dass wir Osnabrück jetzt gleich erreichen werden. Ja, da waren wir wieder mal kurz drüber. Aber ich muss jetzt wirklich auch aufpassen hier, weil wir nämlich jetzt in Osnabrück Hauptbahnhof einfahren werden. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Halt, Osnabrück Hauptbahnhof. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten in Osnabrück Hauptbahnhof informieren Sie unsere Kollegen am Bahnsteig mittels Lautsprecherdurchsagen. Wir verabschieden uns im Namen der Deutschen Bahn sowie DB Fernverkehr von allen Fahrgästen, welche uns in Osnabrück verlassen und wünschen einen angenehmen Tag. Ja, so, die Zugansage ist jetzt durch. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen hier.
dass wir hier jetzt, ja, ich sag mal, nicht noch irgendeinen großen Mistbock bauen. Ja, Leute, schon sind wir in Osnabrück Hauptbahnhof, haben unsere 113 Kilometer überstanden. Ohne jegliche Probleme, außer dass wir einmal ja umgeleitet worden sind. Wir müssen noch ein Stückchen weiter nach vorne fahren hier. Hier einmal im Osnabrück Hauptbahnhof zu halten. Ja, machen die Türen einmal auf. Lassen unsere Fahrgäste jetzt aus- und einsteigen, um dann weiterzufahren, ja, nach Münster. Das ist nicht mehr allzu weit jetzt. Dort werden wir nicht mehr lange benötigen. So, ich gehe aber schon mal wieder rein, denn wir werden jetzt sofort weiterfahren. So, die Türen sind zu. Wir fahren weiter. Ja, Höchstgeschwindigkeit ist 60, ist hier schon angezeigt. Weil wir, denke ich mal, eine Weiche passieren werden. Jetzt hier 110 km/h. Ja, und dann haben wir noch mal knapp 50 Kilometer bis nach Münster. Werden dort natürlich auch mit Verspätung ankommen, das ist ganz klar, weil wir ja hier schon Verspätung hatten. Ja, haben wir jetzt hier oben auch ein X reinbekommen, weil wir halt zu spät waren, werden wir wahrscheinlich dann in Münster auch ein X bekommen.
Ja, weil wir einfach den Fahrplan nicht einhalten können. Oder vielleicht lag es auch an meiner Seite, dass wir es nicht geschafft haben. Die Zeit werden wir jetzt auch nicht mehr rausholen können. Da können wir jetzt noch so Gas geben, wie wir wollen. Weil wir werden das einfach nicht mehr einholen. Ja, da hinten kommt die nächste Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h. Da können wir aber noch ein bisschen ja reinrollen, sage ich mal. Wer jetzt hier schon mal ja den Speed etwas rausnehmen. Hier sind die 120 km/h angezeigt worden. Die natürlich jetzt gleich hier geltend sind. Hier kommt jetzt die 120. Ja, wenn wir den Bahnhof dann jetzt hier verlassen haben, können wir auch wieder auf 160 km/h beschleunigen. Ja, aber unsere Verspätung werden wir natürlich nicht mehr reinholen können. Das ist einfach nicht mehr machbar. So, hier kommen die 160. Ja, die Fahrt werden wir jetzt natürlich noch aufnehmen auf die 160 km/h. Aber dies wird uns auch nicht mehr helfen, den Fahrplan hier einzuhalten. Ja, da wird sofort schon wieder gemeckert, weil wir ein km/h drüber waren. Aber so ist das halt. Sind ja nur noch 37 Kilometer bis nach Münster.
dürfen hier auch ja, nicht schneller fahren. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, da vorne kommt schon wieder eine 110. Werde ich den Zug schon mal runterbremsen. Dass wir hier dann schön reinrollen können. Ja, hier geht es ein bisschen bergab. Da hinten kommt nämlich jetzt auch ein Tunnel. Und deshalb dürfen wir hier nur 110 fahren. Ja, hier geht es jetzt ein bisschen bergab. Da werden wir wahrscheinlich, wenn der Zug nicht weiter beschleunigt, hier mal kurz die Bremse betätigen. Dann haben wir hier wieder 130. Und jetzt können wir gleich wieder auf 160 km/h hoch beschleunigen. Ja, um hier einfach noch mehr Fahrt aufzunehmen. Ja, hier jetzt wieder 200, was aber unseren Fahrplan auch nicht mehr einhalten wird. Ja,
Wir sind einfach viel zu spät dran. Ja, da wird auch schon wieder sofort rumgemeckert, wenn wir hier über 200 fahren. Ja, wir sollten jetzt eigentlich schon in Münster sein. Aber ja. Wir haben noch gute 21 Kilometer. Tja, der Tag heute mit Verspätung. ICE fahren könnte eigentlich so einfach sein, aber wie man heute gesehen hat, ja, wäre auch zu schön gewesen, wenn man einfach sich nur reinsetzt und losfährt. Viele unerwartete Sachen, die einen da unterwegs noch passieren können. Mit unserer Baustelle, die wir unterwegs hatten. Aber wir sind ja jetzt gleich in Münster. Ja, und dann haben wir die Zugfahrt trotzdem gut überstanden mit etwas Verspätung. Ja, ich muss natürlich dann auch gleich wieder etwas hineinzoomen. Um dort eventuelle Geschwindigkeitsreduzierung rechtzeitig zu sehen. Die jetzt denke ich mal auch gleich kommen werden, weil wir uns nämlich den Hauptbahnhof in Münster nähern.
Ja, man sieht hier schon schön das Vorgelände vom Bahnhof, was jetzt hier beginnt. Ja, dreispurig. Das jetzt natürlich so langsam immer mehr Spuren geben wird. Da vorne kriegen wir jetzt schon die erste 160. Da bremse ich den Zug jetzt schon mal runter. Das denke ich mal, wird jetzt gleich die Geschwindigkeit noch weiter runtergesetzt werden. Da sind an unserem Endhaltepunkt in Münster. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Münster. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten vor Ort in Münster informieren die Kollegen Sie mittels Lautsprecherdurchsagen. Bitte beachten Sie, wir haben hier einen längeren planmäßigen Aufenthalt. Das heißt, für die Raucher im Zug bietet sich die Möglichkeit, eine kurze Pause einzulegen. Ansonsten wünsche ich Ihnen im Namen der Deutschen Bahn sowie des DB Fernverkehrs einen angenehmen Tag. Der nächste Halt Münster gegen 6.31 Uhr. Ja, 6.31 Uhr werden wir natürlich nicht mehr schaffen. Aber ich bremse schon mal auf 60 km/h herunter, weil das wurde schon angezeigt, dass wir hier jetzt mit 60 km/h langsam einfahren werden. Ja, Leute, das war unsere Fahrt von Bremen nach Münster Hauptbahnhof. Wir sind jetzt hier in Münster Hauptbahnhof angekommen. Ich bringe jetzt den Zug hier noch zum Stehen. Ja, Leute, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Tschüss.